Alola Leute und damit willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Im letzten Part ist Professor Kukui in unser Haus eingebrochen und hat uns gesagt, wir bekommen vom Inselkönig unser erstes eigenes Pokémon der Alola-Region. Und ich würde sagen, ja, wir hauen einfach mal ab vom Modi. Tschüss Modi, wir möchten jetzt unser Pokémon. Du freust dich ja auch schon darauf, dass wir unser erstes Pokémon bekommen, also darf ich genauso gehypt sein. Ich weiß schon, welchen Starter ich wähle. Muhahaha. Eigentlich. Die, die mich so ein bisschen verfolgt haben, wissen das auch. Das Zuhause vom Flo. Wundervoll. So. Hey, wo willst du hin? Hier geht's lang. Ach so, in die andere Richtung. Ist wohl, das wusste ich doch nicht. Ich kenne mich doch noch nicht aus hier. Aber okay. Sag mir das doch nächstes Mal einfach. Also dann. Willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folge mir, das Dorf Lili ist nicht weit von hier. Ich finde den Namen immer noch ein bisschen blöd, aber ist okay, Lili. Wahrscheinlich auch total falsch ausgesprochen, aber auch egal. Hallo, du siehst aus, als würde es dir Spaß machen, in Alola herumzulaufen. Da bekomme ich auch gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Wie ging dieses berühmte Lied nochmal? Den B-Knopf gedrückt, gesprintet wie verrückt. Okay. Wuffel. No, wie süß. Wie putzig. Route 1, hallo auf Route 1. Hallo auf Route 1 vor allem. Hallo Route 1, meine ich. Oh mein Gott, ist das schön. Jetzt schon sehr schön. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen reicht ein Knopfdruck, um mit anderen Spielern Pokémon zu tauschen oder einen Pokémon-Kampf auszutragen. Okay. Das wird mir später sicherlich nützlich sein, aber jetzt gerade noch nicht. Erstmal noch nicht, ich habe doch noch nicht mal ein Pokémon, also entspann dich. Und Flo, wie gefällt es dir an Alola? Ich habe gerade mal eine Route gesehen, woher soll ich das wissen? geht so, nein, klasse, bisher. Also, gefällt mir doch schon das Feeling bisher. Das hört man gerne, es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ans Herz gewachsen ist. Na, so weit will ich jetzt noch nicht gehen, aber ist okay. Und da haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach was, in Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacke du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat, dann kämpfen wir. Okay. Das ist okay. Von mir aus. Alles klar. Okay, und du bist? Wer bist du, dort hinten? Ich kenne dich nicht. Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Ja, darf ich das jetzt mal so langsam kriegen? Ich möchte doch nur einmal Pokémon. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten. Am liebsten gegeneinander... Oh, das war gerade doppelt. Um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Los jetzt, Mangunior. Mango. Okay. Ah, der hat einen Alola-Mauzi. Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Ich hab noch kein Pokémon. Ich hätte auch so gerne eins. Siehst du, dank der Pokémon lernt man hier am Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Das ist übrigens im realen Leben auch so. Immer wenn du jemanden auf die Fresse schlägst, lernst du ihn gleich sofort neu kennen. Was? Entschuldigung. Lili liegt jetzt direkt vor uns. Aber so funktioniert das nun mal in Alola. Und auch im echten Leben. Nein, macht es bloß nicht zu Hause nach, Kinder, was ich euch gerade gesagt habe. Nie im Leben, okay? Okay. Hallo Lili. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili. Lili. Meine Güte, ist das ein Kackname, aber ist egal. Und genau, hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele, Kapuriki, von allem verehrt. Okay. Nanu, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Niemand ist da. Oh mein Gott. Ja, Professor, hast du doch keine so guten Freunde, wie du dachtest. Vielleicht wartet er weiter hinten beim Mahalo-Bergpfad. Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Flo, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Ich bleibe sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen. Ich weiß doch nicht mal, wo das ist. Der Inselkönig sieht genauso aus, wie man sich ihm vorstellt. Wie der König der Insel halt, haha. du bist ein Held. Dankeschön.
Dankeschön, Kukui. Bist du so gut und gehst... Ah, meine Güte. Ja, meine Güte, wo muss ich denn hin? Hier darf ich wahrscheinlich auch noch nicht. Doch, darf ich. Oh. Schon allein durch die Anwesenheit meines Pokémon wird mir ganz warm ums Herz. Wir sind unzertrennlich. Wir essen zusammen, wir baden zusammen, wir verbringen jeden Tag miteinander. Okay. Das hohe Gras ist wie eine Schatztruhe, in der verschiedene Pokémon verborgen sind. Indeed, indeed, mein Freund. Mein kleiner Bruder, mein Pokémon und ich machen uns beim Spielen immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Ach so. Wenn ein Wuffels dich mag, reibt es als Zeichen seiner Zuneigung seinen steinernen Fellkragen an dir. Das tut allerdings ein bisschen weh. Kann ich mir vorstellen, einfach so, so mit dem Steinkragen so. Au. Aber ist okay. Ist vollkommen okay. Kann man mal machen. Hallo. Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch im Zimmer Einzug. Deshalb wird man irgendwann müde. Naja. Ja, Pokémon oder Mensch, wer ordentlich ist, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Okay. Ich weiß nicht, warum hier alle vom Schlafen reden, aber ich schlafe gleich ein, wenn ihr weiter so von Schlafen redet. Ist okay. Alles ist ja entspannend, aber ist okay. Ich möchte doch nur ein Abenteuer erleben. Mein Wuffels ist ein ganz toller Beschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist es an meiner Seite und wenn ich schlafe, bewacht es meine Tür. Oh ja. Mein ehemals wildes Wuffels hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie es mit meiner Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Das glaube ich dir gerne. Ist ja eigentlich schon so ein richtiger süßer Hundi. Fast so wie Yorkliff. Damals im Pokémon Schwarz-Weiß. Weiß gar nicht, gab es in Generation 6 ein Hunde-Pokémon? Ich glaube nicht, ne? Aber ist auch egal. Oder? Was gab's denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Da gab es diesen Hasen, aber der wurde zum ekelhaften Hasen später. Das heißt, dass die Menschen über das Meer nach Alola gekommen seien und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten. Was für eine Beziehung wir zu unserem Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für manche sind sie Partner für Pokémon-Kämpfe, während andere mit ihnen als Freunde zusammenleben. Okay. Das weiß ich doch alles, meine Juten. Meine Juten-Freunde hier. Na dann, suchen wir mal den Inselkönig, den King. Hallo? Wer ist denn dort? Ach so, ah, ja, ja. Was ist nur los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Das frage ich mich auch. Und wer bist du, du mysteriöses Mädchen? Du Mädchen. Du mysteriöses Mädchen. Ach ja. So, wer bist du denn? Du willst mich nicht schreien lassen. Inselkönig Hala ist der stärkste Pokémon-Trainer auf Mele Mele. Aber im Moment ist er nicht da. Vermutlich hilft er irgendwo jemandem beim Training. Möglich, möglich. Das erkunden wir später. Bei schönem Wetter folge ich dem Wind und gehe, wohin er mich führt. Okay, auf einmal bist du ganz woanders und weißt gar nicht mehr, wo du bist und das alles nur wegen dem Wind. Pokémon sind wundersame Lebewesen. Man könnte sagen, dass sie aus dem hohen Gras hervorgesprungen kommen, um uns Menschen zu helfen. Indeed, indeed. Okay, und dann gehen wir mal hier zur Mahalo-Bergfahrt. Mahalo. Ach ja, ist Mahalo eigentlich irgendein hawaiianisches Wort? Wer sich damit ein bisschen auskennt, der kann mir das ja mal gerne schreiben. Es klingt so, als ob das ein richtiges Wort wäre, also als ob es das Wort wirklich gäbe. Es klingt zumindest so. Kann mich auch irren, aber wer weiß. Okay, damit kann ich nicht sprechen mit diesen komischen Statürchen. Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Wer weiß, was dann passiert. Ich weiß es doch auch nicht. Weißt du es aber nicht? Okay, es tut mir leid, das wollte ich gerade nicht. So, und was erwartet uns denn hier? Oh mein Gott, was bist du denn für ein putziges Viech? Oh mein Gott, wie süß! Oh mein Gott, nicht mehr so süß, ein Habitax. Oh mein Gott, nicht die Habitax! Boah, für die, aber richtige Habichte. So, voll die Schlägerbanden, voll die Assis. Oh mein Gott. Mit dir spreche ich jetzt nicht, nee, nee. Auf dich habe ich keine Lust, Lilly.
Ich weiß, dass du Lilly heißt, von daher nenne ich einfach schon das Kind beim Namen. Na gut, dann komme ich doch zu dir. Oh. Hi. Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Völkchen ist in Gefahr. Oh nein! Piu! Diese Habiter greifen Völkchen an, aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottern richtig die Knie. Ich würde ja gerne, aber ich habe kein Pokémon, aber na gut. Wow, 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 wow. Das ist aber gefährlich hier, meine Freunde. Da kriege ich schon ein bisschen Angst. Nein, eigentlich nicht, aber ich tu mal so. Wow, wow, wow. Mir schlottern richtig die Knie. Oh, wie süß. Das ist schon arg süß. Direkt mal für den Anfang so süß. Das war keine so schlaue Idee. Aber okay, wir werden scheinbar gerettet. Das ist gut. Hallo Kapuriki. Alter, wie fängt denn die Story direkt mal an? Die fängt voll innovativ an. So war die Story bisher von Pokémon noch nie. Dass sie so innovativ anfängt. Halleluja. Piu. Was für ein Glück. Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Piu! Was hast du? Was zur Hölle? Piu, piu! Ein glitzernder Stein. Er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Wer bist du? Dieser Stein, er gehört dir, oder? Was für ein Stein? Du erhältst das Item Glitzerstein. Glitzerstein wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Bitte verrate niemandem etwas vom Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm bitte wieder zurück in die Tasche. Piu! Merkwürdig, merkwürdig, dieses Mädchen. Es kommt mir jetzt schon sehr mysteriös vor. Aber okay. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Ich würde jetzt ganz gerne mal meinen Pokémon haben, aber na gut. Na gut, dann halt so. Von mir aus. Okay, einfach ohne Worte. Sie haut einfach ab, ohne Worte. Sie nur, du kommst mit, das weiß ich ganz genau. Ist okay, Lilly. Ach, da ist ja Kukui. Hey Flo, den Inselkönig hast du nicht gefunden, wie es aussieht. Aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön. Ach so. Ich stelle euch einander aber gerne auch noch richtig vor. Also, das hier ist meine Assistentin. Mein Name ist Lilly. Lilly, das ist Flo. Er ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist er gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihm das eine oder andere zeigen könntest. Du bist also ein Bekannter von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Schaut nur, Hala, unser Inselkönig, ist zurück. Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Oh ja, ein richtiger König. So stellt man sich einen König vor im Bademantel. Oh ja, selbstverständlich, mit Flipflops und Bademantel. Und weißem Schnauzer. Natürlich, das ist ein König. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hala, wo haben Sie denn bloß gesteckt? Ich bin meinen Pflichten als Inselkönig nachgekommen.
Wenn es irgendwo auf Mele Mele Probleme gibt, ist es meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen, Hala. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen. Doch dieser Junge hier ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden darauf eingebrochen. Um ein Haar wären sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab, Kapuriki, es war dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst dein Herz bewegt haben. Kukui, dieser junge Mann hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt er sein erstes eigenes Pokémon von mir. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass er den Pfad eines Pokémon-Trainers einschlägt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon viel von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Komm, meine kleinen Pokémon. Ihr wollt ihn sicher auch willkommen heißen. Oh mein Gott, wie süß, die Starter endlich. Hier hätten wir zuerst Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze. Als nächstes darf ich dir Flameow vorstellen, ein Pokémon vom Typ Feuer. Oh Gott. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch Robal, ein Pokémon vom Typ Wasser. Robababa. Okay. Welches Pokémon wählst du? Wisst ihr was? Das entscheiden wir im nächsten Paar, denn hier mache ich einen kleinen Cliffhanger. Aber eigentlich jeder, der mich kennt, der weiß, welches Pokémon ich wählen werde. Beziehungsweise nicht unbedingt, aber ich schätze mal, ihr könnt es euch bereits denken, oder? Ich meine, der Cursor ist schon fast drauf auf diesem Pokémon, beziehungsweise er ist drauf auf diesem Pokémon. Aber ist auch egal, ich liebe nämlich Geist-Pokémon, aber warum, das verrate ich jetzt noch nicht. Alles zu seiner Zeit. Auf jeden Fall sind alle Starter niedlich und im nächsten Part entscheiden wir uns dann endgültig für ein Starter-Pokémon. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von meiner Seite aus, Schizikowski, euer FlassTV. Tschüss!